Ja, das ist also wirklich so, dass hier der Ort an der Humboldtstraße, und wir beschreiben als erstes vielleicht ganz kurz mal die Situation, wie sie sich jetzt im Moment darstellt. Hier sehen wir den jüdischen Friedhof, die Mauer jedenfalls, dahinter ist der Friedhof, dahinter die Synagoge. Wir sehen jetzt hier Mitarbeiter der Polizei Sachsen-Anhalt, auch vermummt, die sichern jetzt hier den Weg der Besucher der Synagoge, die sich in der Synagoge aufgehalten haben. Der Bus hier von den Stadtwerken Halle, der hier jetzt steht, ist jetzt besetzt, also mit Besuchern der Synagoge, die jetzt erst weggebracht werden können. Heute gegen 11, 12 Uhr hat man hier die Feierlichkeiten begonnen zum Yom Kippur-Fest in der Synagoge, dem höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest. Die Synagoge war voll besetzt. Diese Informationen gibt es vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde von Halle, Max Priworotzki. Und er hat auch bestätigt, dass wohl der Täter versucht hat, mit seiner Waffe die Türen der Synagoge aufzuschießen, wie er es formuliert hat. Diese Stellungnahme des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde liegt nur schriftlich vor. Deswegen konnten wir dort nicht nachfragen. Aber angeblich soll der Täter also versucht haben, mit seiner Waffe die Türen der Synagoge aufzuschießen und sich Zugang zu verschaffen. Das hat wohl nicht funktioniert. Allerdings hat er ein Opfer gefunden, dann vor der Synagoge, die wohl aber mit den Feierlichkeiten zum Yom Kippur-Fest gar nichts zu tun hat. Anscheinend nur also eine Passantin war, die hier vorbeigelaufen ist und die da dort von den tödlichen Schüssen des Täters getroffen wurde, tödlich verletzt wurde. Und dann soll auch noch eine Granate, jedenfalls soll es einen lauten Knall gegeben haben, auf den jüdischen Friedhof geworfen worden sein oder auf die Synagoge. Das ist nicht mehr so genau zu verifizieren. Und dann, als der Täter hier, man muss ja inzwischen sagen, zum Glück erfolglos war, was die Stürmung der Synagoge angeht, dann ist er wohl weitergefahren und ist dann zum Dönerladen in der Ludwig-Wucherer Straße gefahren und dann auf der Flucht gewesen. Ich rede jetzt immer vom Täter. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie viele Täter sind es denn überhaupt. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Aber anscheinend können wir jetzt mit Sicherheit sagen, dass dieser Tatort hier in der Humboldtstraße, der jüdische Friedhof, die jüdische Gemeinde, die Synagoge, dass das irgendwie das Hauptziel des Täters war, hier einen Anschlag zu verüben, der missglückt ist, aber tragischerweise anscheinend eine wohl ganz unbeteiligte Passantin dann das Leben gekostet hat. Dankeschön für den Moment nach Halle, Thomas Präkelt, für diese Information. Und wir, liebe Zuschauer, haben noch einmal die bisher einzigen Bilder vom möglichen Täter für Sie aufgenommen aus einer Wohnung in der Straße in unmittelbarer Nähe des türkischen Imbisses. Sie zeigen einen Mann in grüner Tarnuniform, wenn man das so sagen kann, ohne Hoheitsabzeichen, mit einem Helm. Ob es ein Motorradhelm ist oder ein Armeehelm, lässt sich aus dieser Entfernung schwer sagen. Sieht eher wie ein Schutzhelm, man kann es nicht sagen, aus der Entfernung, der in aller Ruhe, und das ist das, was unsere Experten ja auch immer wieder sagen, in aller Ruhe Schuss um Schuss abgibt. Es sieht fast so aus, als lüde er nach zwischen den Schüssen, um dann, jetzt fallen gleich andere Schüsse aus einer anderen Waffe, Sie werden es hören, um dann überhasteter sich vom Tatort wegzubewegen. Das waren die zwei Schüsse. Und ein dritter, ganz offensichtlich aber nicht aus der Waffe des Mannes. Nach wie vor sehr, sehr viele offene Fragen, weitaus mehr offene Fragen als beantwortete Fragen an diesem Nachmittag. Aber wir müssen uns ja vergegenwärtigen, seit inzwischen gut 4 Stunden läuft der Großeinsatz in Halle, wo immer noch Amoklage herrscht. Und es herrscht auch bei den Ermittlern weiterhin Unwissen oder Unsicherheit darüber, um wie viele Täter es insgesamt es sich handelt, wie viele noch in Leipzig sind, wie viele in angrenzenden Gebieten sind, ob der eine Festgenommene der Täter ist oder ob es nur jemand ist, der aufgrund einer Ähnlichkeit oder eines anderen Zufalls festgenommen wurde. All das ist noch nicht bestätigt. Wir bewegen uns also in unserer Berichterstattung auf dünnem Eis, weil kein dickeres Eis da ist zum jetzigen Moment. Wir warten immer noch auf eine Stellungnahme, eine offizielle Stellungnahme, die detaillierter ist von der Polizei. Und jetzt haben wir noch eine Telefonnummer für Sie, ein Hinweistelefon.
Die Polizei hat nämlich mehrere Hinweistelefone geschaltet. Inzwischen unter der Nummer 0345224 und den jeweiligen Endziffern 1712, 1719, 1443 und 1708 kann sich jeder melden, der Hinweise zu den Vorfällen in Halle hat, eine Zeugenaussage machen möchte. Die Polizei bittet darum, bei akuten Situationen die 110 zu wählen. Bei akuten Situationen, bei einfachen Nachfragen die 115.